So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Heute Vormittag gab es dann ab 9 Uhr keine direkten Käufe mehr. Jedenfalls ab dem Zeitpunkt direkt nach Xetra-Eröffnung ist der DAX nach unten gefallen. Jedenfalls leicht und hat hier diese wichtige gestrige Widerstand, jetzt Unterstützung, exakt nochmal angetestet. Davon ist er dann bullisch abgeprallt. Gestern hätte er, theoretisch war eigentlich nicht unbedingt geplant, dass er jetzt hier durchgeht. Aber natürlich auch keine Shorts in meinen Augen notwendig oder auch ja, dass man die halt nehmen sollte, waren für mich nicht klar. Jetzt hat sich ja sozusagen der Rücklauf hat sich schon erübrigt. Jetzt könnte hier der DAX direkt noch das Level 9600 erreichen. Dann auf diesem Kursniveau wird hier im Tageschart eben dann der EMA 38 auf den Kurs treffen und eben hier eine alte Gap-Kante. Für mich wäre dann hier jetzt erstmal dann der DAX ausgereizt. Und nimmt man, jetzt gibt es hier eben zwei verschiedene Varianten, nimmt man hier, dass der erste Move hier jetzt beendet ist, dann kommt hier eben eine zweite Aufwärtsbewegung, dann könnten wir anschließend noch tiefere Kurse sehen. Nimmt man aber jetzt dann diesen ganzen als erste Impulswelle an oder als ersten Move, dann kann sich hier nach dem Rücksetzer eben nochmal einen weiteren Up-Move geben. Aber das wird sich dann später sowieso zeigen, wie sich dann dieses Muster hier endgültig ausgebildet hat. Aber hier ab dem Level sollte man ja, vorsichtig sein oder auf alle Fälle eben auch sich erstmal wahrscheinlich long aus dem Markt zurückziehen. Allerdings sind eben hier jetzt schöne Wochenkerzen entstanden, auch bei einzelnen Titeln. Und deshalb könnte eben auch sich hier nur, eben hier die erste Bewegung hat jetzt hier vielleicht dann stattgefunden, dann eben eine Korrektur, auch nur eine, vielleicht eine seitliche und dann komplett eine neue Aufwärtswelle. Hier habe ich jetzt noch den DAX mitgebracht per JFD-Indikation, also ist es eher der Future-Handel, aber ihr bildet eben auch nicht komplett den Future-Handel ab. Hier wird ja über die Nacht hinweg Kurse angezeigt. Sieht man, wie exakt hier wie man hier eine Trendlinie einzeichnen kann. Aktuell wäre für mich hier ein wichtiger Punkt bei 9270, der sich leicht nach oben schiebt. Und unterhalb von 9270 wäre hier noch der EMA 200 zu benennen und eben dann die Wolke, die liegt bei rund 9200 Punkten. Also sollte es hier nochmal einen Rücklauf geben. Aktuell sieht es nicht danach aus. Dann könnte man sich hier nochmals long vielleicht positionieren erstmal. Aber das kommt eben jetzt auch drauf an, ob jetzt hier ein neues Hoch gleich erreicht wird. Dann wird es eben wegfallen. Die gestrigen Kauflimits, die ich benannt habe, werden jetzt auch natürlich gestrichen, weil sie sowieso jetzt nicht erreichbar sind. Die waren ja bei 9020, glaube ich, rum und unter und bei 8950 rum hier an der Gap-Kante. Wenn, dann werde ich nochmal beim Rücklauf, zum Beispiel eben bei der US-Eröffnung, nochmal bei 9300 Punkten einen Long Trade dann wagen. Aber jetzt hier in den Markt reinkaufen nicht, das sind ja dafür sind auch laufen für die anderen Setups noch in den Aktien.
Wenn man jetzt hier, hatte ich eben auch eine Daimler und die BMW noch im Tageschart, beziehungsweise hier auch Wochenchart, aber eben noch genauer begutachtet. Auf der Webseite, da wurden jetzt hier die ersten Kursziele erreicht. Wenn man jetzt hier die erste Bewegung ansieht, kommt eben jetzt hier eben eine Seitwärtsbewegung rein, was eben auch im DAX eben dafür spricht. Und dann eben noch den Move Richtung 9650 rum. Dann wird es hier mit diesem Setup eben abgeglichen auch. Weil hier haben wir jetzt beide Levels, beide Aktien, die Levels halt erreicht. Und wie man halt auch sieht, ja, direkt gab es dann eben die Verkäufe. Mehr kann ich im Moment nicht sagen. Einen weiteren Rücklauf vielleicht noch kaufen. Oder wer eben investiert ist, einfach die Gewinne, den Stopp nachziehen, noch die Gewinne laufen lassen. Aber für Short ist in meinen Augen ist eben auch zu früh. Kann man auch noch hier kurz in den unteren Zeitebenen schauen. Da hängt der Kurs auch noch komplett über den beiden wichtigen Trendfolgern, Wolkenoberkante, Rainbow-Unterkante. Hier wird sich eben auch dann, wenn man jetzt hier nochmal sieht, also es sollte es kein neues Hoch geben, dann kann eben der Kurs hier schön auf die 9,3 runterfallen, super unterstützt und von hier aus dann eben nochmal nach oben ziehen. Wer jetzt hier wirklich short agieren will, sollte halt wirklich den Stopp auf das Hoch setzen, beziehungsweise auch schon hier 9,455 rum. Aber für mich wäre das eben zu riskant, denn es sind wahrscheinlich noch viele Marktteilnehmer auch noch nicht drin, die wollen auch noch auf den Zug aufspringen und dann ist eben hier oben auch ein Level erreicht, was man mit Fibonaccis etc. eben ausrechnen kann. Und hier würden dann eben auch viele horizontale Unterstützung liegen, die habe ich ja vorher im Tageschart benannt. Danke fürs Zuhören und bis später.